Hallo zusammen. Wie ich versprochen habe, melde ich mich hier zurück aus Portugal. Wir sind jetzt seit circa 3 Wochen sind wir hier und sind so dabei, uns langsam so einzuleben. Wir hatten 2 Wochen, wo es richtig schön warm war, also 27 Grad, noch richtig gutes Poolwetter, das wir auch richtig ausgiebig genutzt hatten. Und jetzt in den letzten 5 Tagen haben wir ziemlich schottisches Wetter. Es regnet ziemlich viel, kann man sagen. Heute sind es, ich glaube, so 18 Grad ungefähr. Ich habe jetzt das erste Mal innen drin im Haus den Kamin angeschmissen, um den auch mal auszutesten. Und zwar ist auch ein bisschen kalt. Liegt daran eben an der ganzen Feuchtigkeit. Und ja, jetzt vernebeln wir hier ziemlich den ganzen Bereich mit unserem Kamin. Ich sehe gerade, dass da schon ziemlich viel rauskommt. Wir sind jetzt hier im Norden von Portugal beim Gerês Nationalpark. Der ist so ein bisschen in diese Richtung. Teil vom Grundstück sind auch schon auf diesem Nationalparkgelände. Und wir sind jetzt hier erstmal circa, ja, so ein bisschen länger als ein halbes Jahr, ist der Plan zumindest. Und schauen uns um nach Grundstücken, nach Möglichkeiten, wie wir hier wohnen können, wie wir hier wohnen wollen. Wir müssen viel lernen auf jeden Fall. Wir müssen gucken, was benötigt man alles, um hier ein Haus zu kaufen. Wir müssen gucken, was benötigt man, um hier wirklich auch einzuwandern. Wollen wir wirklich auch dauerhaft da bleiben? Ist natürlich auch noch so eine Frage, die im Raum steht. Aber wir begeben uns jetzt mal in diesen Prozess rein, um mal zu schauen, was gibt es zu tun, wenn wir das wollen. Auf unserem Weg hierher, zu diesem Grundstück, haben wir ein paar Mal Halt gemacht an verschiedenen Campingplätzen innerhalb von Portugal, innerhalb von Spanien. Wir waren auch freigestanden und ja, auch innerhalb von Frankreich. Ich möchte euch jetzt einfach mal so ein bisschen so den Weg in diesem Video zeigen, wie denn die Reise von Deutschland aus hier nach Portugal war. Kurz bevor wir uns aufgemacht haben nach Portugal, haben wir in Deutschland auch noch die Kurstadt Bad Kissingen besucht. Da möchte ich euch auch noch mal ein paar kurze Ausschnitte zeigen, das fand ich sehr schön. Und dann sind wir über Österreich und der Schweiz und Frankreich, Spanien, Portugal dann eben hier gelandet. Wir haben ein bisschen einen Umweg gemacht, weil wir uns noch mal in den Bergen mit den Eltern von Corinna treffen wollten. Und ja, haben wir dann auch gemacht. Waren ca. 500 Kilometer mehr, die sich absolut gelohnt haben, meiner Ansicht nach. Es war richtig schön, da unten noch mal die Alpen zu sehen und ja, dann eben den bisschen längeren Weg hierher zu nehmen. Zuerst mal möchte ich alle Leute begrüßen, die von meinem Abenteuer Schottland Kanal auf diesen Kanal hier rüber gewechselt sind. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ihr da seid und freue mich, dass ihr Interesse habt, uns zu begleiten auf unserer nächsten Reise, auf unserem nächsten Abenteuer, wo es nach Portugal geht. Hallo auch an alle, die schon länger diesen Kanal abonniert haben. Ihr wisst ja, auf diesem Kanal ging es immer hauptsächlich um Wildpflanzen, Rohkost, Ernährung, Natur und so weiter. Ein bisschen Archäologie war auch dabei. Ihr habt vielleicht länger von mir nichts mehr gehört auf diesem Kanal. Ich habe zwischendurch einen anderen Kanal betrieben. Der Kanal war Abenteuer Schottland. Den verlinke ich euch mal hier oben. Könnt ihr euch anschauen. Wir waren knapp 2 Jahre in Schottland gewohnt und ziehen jetzt weiter nach Portugal. Aktuell sind wir hier in Deutschland und sind jetzt hier im Schwarzen Moor in der Rhön mit der Familie unterwegs gewesen. Da kann ich euch mal ein paar Clips einblenden, wie es hier ist. Das Schwarze Moor kann in Auszügen ein bisschen an die schottischen Highlands erinnern. Insgesamt sind wir 2 Wochen in Deutschland. 1 Woche davon ist schon rum. Und jetzt gibt es noch ein paar Sachen organisatorischer Art zu machen, dass wir das Auto noch zulassen hier. Muss noch mal durch den TÜV hier. Und dann müssen wir packen und alles noch organisieren, dass das halt alles passt. Und dann fahren wir so langsam Richtung Portugal los, lassen uns aber Zeit und nehmen euch auch auf der Reise mit. Der Van hat jetzt auch eine 2. Batterie spendiert bekommen. Wir haben jetzt 200 Amperestunden Lithium-Eisenphosphat. Ich glaube, das passt jetzt erstmal auch mit Kühlschrank. Ich habe es noch nicht getestet, aber es sollte auf jeden Fall genug Strom da sein. Wir haben jetzt auch einen schönen Datentarif, der uns unendlich Daten gibt. Also von daher sollte es auch klappen, unterwegs problemlos arbeiten zu können. Hallo zusammen, heute melde ich mich aus Bad Kissingen. Für alle, die es noch nicht kennen, Bad Kissingen ist so ein ganz berühmter bayerischer Luftkurort, Badeort, und wir sind hier bei den Salinen. Hinter mir ist die letzte übrig gebliebene Saline. Hier waren ungefähr vierfach so viel von diesen, aufgebauten Salinen eben. Und die funktionieren mit Reisig, da läuft Salzwasser über Reisig und die Luft wird mit Salz angereichert. Und man hat eine richtig gute Luft, das ist ganz interessant. Und wir machen heute hier einen Familienausflug her. Und ich wollte euch das einfach mal zeigen und euch ein Stückchen mitnehmen, was wir hier so in Bad Kissingen machen und sehen. Hier geht es dann hoch und auf der anderen Seite kann man dann runter, wenn man komplett durchgelaufen ist. Oder natürlich auch wieder hier.
Und da kann man sehen, dass das alles schon so sich in eine Art Tropfsteinstruktur verwandelt hat, der ganze Reisig, der da drin ist. Die Luft, die man hier einatmen kann, die ist ähnlich, als wären wir am Meer. Strukturen sind irgendwann aus dem 19. Jahrhundert. Und soviel ich weiß, ist Bad Kissingen damit auch bekannt geworden. Und jetzt laufen wir ein Stückchen an der Saale entlang. Hier kann man das mal von der Seite sehen, was das für ein Riesengebäude ist. Und hier, wenn man dann sich die Basis anschaut, sieht man dann, dass das ein richtig großer Bau war. Der geht bis ganz davor und hier sind eben nur noch die Fundamente da. Da drüben ist dann die Quelle, wo dann dieses salzhaltige Wasser rauskommt und in diesen Gradierbau, nennt sich das, gepumpt wird. Hier ist nochmal eine Informationstafel zu den Bad Kissinger Heilquellen. Und hier sieht man das. Diese Struktur hier, die ist dann eben gleich neben uns. Da ist dann der Brunnen. Ja, der runde Brunnen. 1788 entdeckt. Und für die Gewinnung von Speisesalz erschlossen. Das ist doch spannend. Aber hier kann man das sehen nochmal. Gradierbau. Und der ist dann einfach nach rechts hier weitergegangen. Also auch in der Entfernung hier kann man noch merken, dass die Luft deutlich reichhaltiger ist als woanders hier in der Gegend. Hier an der Stelle ungefähr war dann auch das Salinencafé und da vorne an dem runden Brunnen, da waren wir ja gerade, da war dann nochmal so ein Bad quasi und das längliche hier, das ist der Gradierbau, was dann hier sozusagen fortgeführt wird. Also wenn man hier in der Gegend ist, dann lohnt es sich auf jeden Fall schon mal nach Bad Kissingen zu kommen. Für mich war das nie was Besonderes, weil wir ja gleich hier in der Nähe gewohnt hatten. Immer Schweinfurt ist ja gleich Bad Kissingen oder Niederwerngrad, der Bereich, aus dem ich komme. 20 Minuten nach Bad Kissingen, deswegen ja, waren wir dann schon halt oft hier und auch als Kind und so oft hier Zeit verbracht. Aber wenn ich das jetzt mal auch so aus einem anderen Blickwinkel sehe, ist es auf jeden Fall interessant. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, was da drin ist, aber wie gesagt, das sind irgendwelche alten Pumpgeräte oder so. Und das hier, da ist ja so eine kleine Wehranlage und auch noch Pumpen. Und die haben mich schon immer irgendwie fasziniert. Die sehen fast ein bisschen viktorianisch aus. Das ist hier die Sohlehebepumpe. Aus dem Jahr 1848 steht da. Sowas finde ich immer interessant. Kann man leider nicht wirklich reingehen, aber das ist schon eine echt faszinierende Konstruktion. Hier zwischen kann man sehen, dass diese Kolben da sich hin und her bewegt haben müssen. Auf diesem, ja, aus wie so eine kleine Eisenbahnwagen. Der läuft auf einer Schiene, geht hin und her und wenn die einen Kolben drin sind, sind die anderen draußen. Und dann ist es immer hin und her gegangen hier und hat hier damit das Wasser gepumpt. Ich finde gerade so diese Technik aus dem 19. Jahrhundert total spannend. Alles so mechanisch und ja, ziemlich cool. So im Vergleich zu England ist das ja auch in der viktorianischen Zeit entstanden. Das ist dann sicherlich auch für den einen oder anderen Steampunk-Fan so ein kleines Goldstückchen. Und hier steht eine Statue vom, ich glaube, das ist der Bismarck. Genau, der Fürst von Bismarck. Hier unten ist die Bootsanlegestelle und hier kann man dann mit so einem kleinen Saaleboot dann bis nach Bad Kissingen reinfahren. Oder auch umgekehrt, wenn man dann von Bad Kissingen aus zur Saline fahren will, dann kommt man dann genau hier an dieser Stelle raus. Und das ist echt auch ein schöner Platz oder ein Rundgang hier für die ganze Familie. Sieht man ja auch, mit drüben kommt so mit dem Hund.
Und man sieht auch, dass die Saale richtig reichlich Wasser hat. Ich habe auch gesehen, dass der Main komplett voll ist. Also der hat auch überhaupt keine Probleme mit Wasser. Hier zwischendrin gegenüber der Saale auf dem Weg sehen wir dann zwischen dem Schilf auch das indische Springkraut, was hier überall als Neophyt eingeführt wurde oder sich ausgebreitet hat. Und man kann hier sehr schön sehen, dass es aufgeht, dass es passiert. Und da gibt es dann diese kleinen Samen, diese kleinen Nüsschen. Und die kann man essen. Und dann machen wir ein paar auf. Das indische Springkraut, das kennt man vielleicht auch von den Notfalltropfen. Bachblüten-Notfalltropfen. Da ist es nämlich drin als Blütenessenz und da heißt es Impatience, also Ungeduld. Und ich vermute Ungeduld, weil wenn man da eben hinlangt, platzt es so auf. Und diese kleinen Samen, die kann man essen, die schmecken ein bisschen so wie ein bisschen nussig einfach. Und ja, ich finde ganz angenehm. Auf dem Weg Richtung Bad Kissingen sieht man dann immer wieder diese alten, großen und schönen Bäume. Hier zum Beispiel diesen knorrigen Ahornbaum, wo dann hier oben auch Nistkästen untergebracht sind. Es gibt Zeiten, da ist das alles überflutet, weil die Saale auch regelmäßig mal so über die Ufer geht. Da drüben ist dann der Flugplatz für kleine Flugzeuge. Wir kommen von da hinten und hier am Schwimmbad vorbei und hier sieht man so eine Dammstruktur hier, wo dann beliebig was reingesetzt werden könnte, wenn wieder Hochwasser ist. Hier sieht man das, den Saalepegel 2003, 2011 und 1998. Also es war dann schon recht hoch und hier natürlich alles unter Wasser. Und die haben hier so ein flexibles Dammsystem entwickelt, wo dann hier oben Elemente eingesetzt werden können. Ja, hier ist die Saale dann doch recht ruhig geworden. Heute ist ja schon Donnerstag und am Sonntag soll die Fahrt losgehen. Dann ab in Richtung Portugal. Wir wollen uns ja da etliche Tage Zeit lassen. Also so ungefähr 10 Tage sind geplant über die Alpen. Mal gucken, das Wetter soll nicht so gut werden. Wenn das Wetter zu schlecht ist, dann überspringen wir diesen ganzen Alpenabschnitt und fahren dann nach Frankreich zum Mittelmeer und sind dann vielleicht da einen Tag länger und lassen uns dann Zeit, 10 Tage circa nach Portugal, so dass wir dann am 1. Oktober unser neues Haus beziehen können. Davor gibt es dann noch einiges zu organisieren. Wir müssen natürlich schauen, was nehmen wir alles mit und was lassen wir da, was lassen wir uns vielleicht nachschicken. Und ja, wie gehen wir mit den ganzen Sachen um? Weil im Van können wir nicht wirklich viele Sachen mitnehmen. Eben nur die Sachen, die wir wirklich gerade zum Leben brauchen. Und unsere Büroausrüstung, dass wir weiterarbeiten können unterwegs. Ich habe jetzt auch einen anständigen Datenvertrag, wo dann ja, das mit der Datenübertragung überhaupt kein Problem sein sollte. Das ist jetzt dann auch der erste Test, wie das eben ist, vom Van aus so zu arbeiten, dass alles gemacht werden kann. Jetzt war der Van ja auch nochmal in der Werkstatt. Wir haben neue Bremsbeläge und Bremsscheiben vorne drauf machen lassen. Und als ich den aus der Werkstatt abgeholt habe, habe ich dann gemerkt, dass der Solarladeregler kaputt gegangen ist. Dummerweise gibt es den momentan in Deutschland nicht, der ist ausverkauft. Und jetzt können wir natürlich unsere Batterien nicht mehr mit der Sonne laden, sondern nur noch beim Fahren. Ist blöd, ist aber halt so. Und dann werde ich mal schauen, wenn wir dann in Portugal sind, dass ich dann wieder einen besorge. Hier ist dann eine schöne Promenade mit Palmen. Schönes Bad Kissingen. Auch richtig gut von den Kurangeboten hier.
kann ich selber auf jeden Fall von sprechen, als ich noch hier als Physiotherapeut auch gearbeitet habe eine Zeit lang. Das hier ist der Rosengarten hier. Hier gibt es ganz viele verschiedene Sorten an Rosen. Und wenn die alle blühen, dann ist es hier richtig schön. Ich meine, es ist auch hier jetzt schon richtig schön, aber mit den Rosen noch schöner. Und hier stehen zwei wichtige Herren auf einem Stein. Da unten irgendjemand auf dem Pferd mit Äskulapstab. Vielleicht sind das Ärzte, wer weiß. Den Entdeckern der Rakoczy-Quelle Balthasar Neumann und G. Anton Boxberger. Also gut, die zwei haben also die Rakoczy-Quelle entdeckt. Die Rakoczy-Quelle, die ist dann da drüben im anderen Kurgarten, irgendwo in die Richtung. Mit vielen Stunden Verspätung ist es jetzt soweit, wir fahren los. Wir begeben uns hier mit vollgestopftem Auto, sieht man vielleicht. Jetzt in Richtung Österreich auf, Österreich, Schweiz, Frankreich, Spanien, Portugal ist das Ziel. Wie schon gesagt, wir sind locker einen Tag eigentlich hinten dran mit unserer ganzen Planung. Es ist jetzt 16.50 Uhr und wir fahren heute Richtung Füssen und wollen dann irgendwo bei Füssen übernachten. Wir haben jetzt mal Rast gemacht bei Ellwangen, bei McDonald's und ja, füllen uns mal schnell die Mägen zum Abendessen. McDonald's hat ja eigentlich recht gute vegetarische Gerichte und der Faulheit wegen und der Geschwindigkeit wegen sind wir da jetzt mal wieder und McDonald's ist auch natürlich immer die perfekte Stelle, um einfach mal schnell zwischendurch kostenfrei aufs Klo zu gehen. So, wir haben jetzt einen Stellplatz für die Nacht gefunden. Das ist ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein Tankstellen, LKW, Autobahn, Raststätten, Stellplatz. Bei Füssen waren alle Wohnmobilstellplätze schon komplett ausgebucht. Wir haben keine Möglichkeit mehr gehabt, da reinzukommen. Und sind jetzt dann einfach nach Österreich weitergefahren. Es könnte diese Nacht recht kalt werden, deswegen hat der Hundi hier schon sein Mäntelchen an. Ja. Und wir bereiten uns jetzt vor, dann zu schlafen. Es ist jetzt 22.33 Uhr. Es wird noch schnell Zähne geputzt und dann gehen wir schlafen. Und dann starten wir den Tag morgen gleich mit Arbeit. Da wir jetzt nicht einfach nur ein bisschen Urlaub hier machen, sondern direkt umziehen, haben wir ziemlich viel Gerutsch hier drin stehen im Van, dass wir nach vorne bringen mussten, also vorne in die Fahrerkabine. Und hier müssen wir jetzt auch ein bisschen arrangieren und hier noch Sachen vom 3D-Drucker und so, der mit musste. Ja, alles recht voll hier gerade. Wir haben jetzt hier unsere erste Übernachtung und unseren ersten Arbeitstag vom Van aus schon fertig. Wir wollten ja eigentlich gestern bei Füssen übernachten, aber da waren wirklich schon sämtliche, also insgesamt 4 Wohnmobilstellplätze komplett belegt und wir haben keinen Platz mehr bekommen. Deswegen sind wir weiter nach Österreich gefahren und haben hier so einen Autobahnrastplatz gefunden und so einen sehr neuen mit sehr guter Internetverbindung und haben uns dann hier eben nachts hingestellt und das war auch, ja, war auch einwandfrei. Jetzt gehen wir gleich noch tanken. Benzin oder besser gesagt Diesel kostet hier 1,97 im Vergleich zu Deutschland. Aktuell 2,22, wo ich gestern getankt habe. Wir stehen hier im Stau. Oder besser gesagt in einer Blockabfertigung. Aber wir haben wenigstens ein schönes Bergpanorama, das wir anschauen können, während wir hier warten. Unser Weg geht jetzt nach Landeck ins Kaunertal. Dort soll es nachts bis -4 Grad werden, laut Wetterbericht.
Und vorhin habe ich rausgefunden, dass unsere Standheizung nicht funktioniert. Vielleicht kann ich die nochmal reparieren, indem ich mit einem Hammer draufhau. Hat schon mal funktioniert. Auch hier haben wir wieder eine Verzögerung durch Stau. Wir sind jetzt auf dem Fernpass durch den Tunnel schon durch, aber es geht noch sehr zögerlich und langsam voran. Ja, wir sind jetzt durch den ganzen Stau durchgekommen und jetzt habe ich gerade nochmal das Laden von den Batterien umgestellt, dass jetzt hier noch wirklich die zwei Wohnraumbatterien geladen werden, weil ja die Photovoltaikanlage leider nicht mehr geht, nachdem der Laderegler ausgefallen ist. Aber so haben wir wenigstens die Möglichkeit, die Batterien vollzubringen. Und deswegen habe ich jetzt mal kurz hier beim Aussteigen auch das Auto laufen gelassen, dass das alles so ja, richtig schön flüssig weitergeht. Es ist wirklich super schön hier. Ist auch nicht kalt, ich würde mal sagen so gefühlt 16, 17 Grad, die Sonne ist warm. Und die Landschaft ist einfach herrlich. Wir sind jetzt noch ungefähr eine halbe Stunde vom Kaunertal entfernt. Gerade über den Fernpass drüber. Wir sind jetzt hier bei unserem Campingplatz angekommen im Kaunertal. Es ist relativ frisch, aber es ist sehr angenehm. Das Wetter passt ja auch. Wir haben super schöne Aussicht hier auf die Berge, schneebedeckte Berge. Und wir hören so ein bisschen im Hintergrund das Bimmeln von den Kühen. Die laufen hier ziemlich frei rum, wie wir jetzt so gesehen haben. Und ja, jetzt treffen wir uns dann bald mit der Familie und genießen einfach ein bisschen die Zeit hier noch. Morgen früh dann wieder arbeiten und dann geht's Nachmittag weiter in Richtung Schweiz, Frankreich. Den Paddy habe ich gerade mal dahin gehängt, weil der wollte sich schon wieder mit Matsch panieren. Gell? Das gefällt ihm jetzt nicht so. Ich weiß schon, das gefällt dir nicht. Gleich. Wie man hier sehen kann, ist dann der Van auch tatsächlich richtig vollgestopft. Ist auch ein bisschen schwierig, da jetzt ganz normal drin zu wohnen, weil wir müssen natürlich alle möglichen Sachen ständig hin und her räumen. Aber es ist ja nicht nur ein Urlaub, es ist ja wirklich ein Umzug und deswegen mussten wir einiges da eben reinstopfen und unterbringen. Der Campingplatz ist für die eine Nacht jetzt schon recht teuer. Das kostet 41 Euro. Aber wir haben hier halt eine Dusche und ja, ist einfach schön hier. Hier sind direkt ein paar Kameraden. Ja, die stören uns aber nicht. Und da oben, direkt neben der Bank, steht die freundliche Kuh. Es ist hier wirklich ein traumhaft schönes Eckchen hier. Und da unten ist der Platz, an dem wir gerade stehen. Wir machen jetzt noch einen kleinen Abendspaziergang. Und in so 2
Kilometer circa ist da vorne dann ein Restaurant. Und da schauen wir mal, ob wir was Feines zu essen bekommen. Ich will irgendeinen Salat essen. Wir haben jetzt unterwegs viel zu viel so schnell Fraß gegessen und das tut einfach überhaupt nicht gut. Jetzt muss mal wieder was richtig Gesundes, Frisches her. Oh, da unten ist der kleine Van im Sporthotel Weißseespitze. Hier ist es wirklich schön. Es ist sozusagen eine Idylle. Der Talwanderweg Feichten ist es, den wir entlang gehen, der untere. Also hier ist es echt erstaunlich kalt. Heute früh waren es wohl plus 4 Grad hier und heute Nacht sind bis minus 4 Grad gemeldet. Ich habe aber gerade rausgefunden, dass die Standheizung wieder funktioniert. Ich habe es probiert und ja, plötzlich ging sie wieder, zum Glück. Und dann, wenn wir viel Glück haben, können wir die heute Abend oder morgen früh dann auch nochmal einschalten und dann ist es nicht ganz so kalt. Guten Morgen zusammen. Heute ist Dienstag, der 20. September. Es ist jetzt ca. 7.30 Uhr und es ist alles gefroren hier. Es ist ziemlich kalt, aber im Bus war es erträglich. Also wir hatten vorne so ca. 5-6 Grad drin und mit dem Vorhang abgetrennt in der Wohnkabine waren es ein bisschen mehr. Ich weiß aber nicht wie viel. Wir haben jedenfalls nicht gefroren. Jetzt mache ich aber gerade nochmal die Heizung an, weil jetzt wird erstmal ein paar Stunden gearbeitet nach dem Kaffee. Und dann treffen wir uns nochmal mit der Familie und fahren dann eben weiter. Die Standheizung läuft. Auch hier kann man sehen, wie alles gefroren ist. Und wir sehen da oben die ersten Sonnenstrahlen, die jetzt schon an den Bergspitzen sind. Ich glaube, es wird ein sehr schöner Tag. Luft sieht klar aus. Paddy muss schon mal markieren hier. Ich laufe mal ein Stück da hoch. Das war da, wo gestern die ganzen Kühe gestanden waren. Heute sind die irgendwo anders. Lausanne sind 5 Stunden 31. Und dann sind wir fast durch. Ja, dann sind wir fast durch die Schweiz. Das ist dann nochmal in der Schweiz, der See. Wir haben jetzt noch ein paar Einkäufe gemacht. Haben uns den Kühlschrank hier vollgeladen, haben uns verabschiedet von der Familie und starten jetzt durch. Wie Corinna gerade schon gesagt hat, Richtung Schweiz, Genf ist das, so ungefähr Genf ist das Endziel für heute. Und da schauen wir dann, was wir finden. Wir sind auf einem Rasthof in der Schweiz. Wir sind jetzt fast die ganze Zeit durchgefahren, nachdem wir uns da verabschiedet hatten, an Zürich vorbei. Wahnsinnig viel Stau und jetzt sind wir auf dem Weg Richtung Solothurn, dann Bern und dann schauen wir nochmal, ob wir noch eben die französische Grenze überqueren können, um uns da einen Stellplatz zu suchen. Es wird jetzt nochmal ungefähr 2,5 Stunden dauern, laut Navi. Müssen aber mal gucken, weil der Verkehr echt ziemlich viel ist. Vielleicht haben wir jetzt gerade den Feierabendverkehr gut überstanden. Ich hoffe das. Und ja, jetzt fahren wir dann schon wieder weiter nach der kleinen Pause hier. Paddy hat hier auch seinen schönen Platz, gell, Hundi? Wir sind jetzt hier an unserem Stellplatz angekommen für die Nacht da oben in der französischen Schweiz in der Nähe von Lausanne und ich will jetzt erst einfach mal die Lage checken,
was so direkt um uns rum ist. Hier ist das Seewasserwerk nebendran. Der Platz scheint recht ruhig zu sein. Ah. Okay. Ja, wir sind jetzt doch nicht mehr nach Frankreich gefahren, sondern haben jetzt eben hier dann unseren Platz gesucht. Und ich glaube, der Platz ist ganz gut. Er ist zwar neben der Eisenbahnlinie, aber im Auto ist das bestimmt aushaltbar. Hier geht's links nach Bern und nach Fribourg und rechts nach Lausanne. Bin hier gerade nochmal rumgelaufen. Unten steht eine Fahrschule. Und ein bisschen die Gegend, wie gesagt, nochmal abchecken in die andere Richtung. Hab den Hund dann gleich mitgenommen. Und dann machen wir uns jetzt auch gleich Bett fertig. Guten Morgen, es ist kurz vor 5. Wir brechen jetzt hier von unserem Übernachtungsplatz ab, weil wir ein kleines Problem haben. Und zwar haben wir kein Internet, weil in der Schweiz das Roaming zusätzlich bezahlt werden muss. Und wir haben gestern schon für unsere Datennutzung für Spotify und für die Navigation zweimal 60 Euro ausgegeben, weil wir nicht bedacht hatten, dass eben Roaming nicht inklusive ist. Deswegen müssen wir uns jetzt beeilen, bevor wir unsere Kundentermine haben, nach Frankreich zu fahren, um dort wieder im Internet zu sein. Ja, jetzt müssen wir noch ungefähr 2 Stunden fahren nach Frankreich, schnell noch einen Platz finden, das irgendwie wieder lösen, dass das Internet wieder geht. Und dann geht's weiter. Wir sind jetzt wieder in Frankreich, sind hier an einem Rasthof rausgefahren. Es ist ein ziemlich ruhiger, sehr schöner Rasthof mit guter Internetverbindung, Toiletten, Bänken und einer wirklich spitzenmäßigen Aussicht da hinten. Und jetzt gibt's erstmal einen Kaffee und wir richten uns mal für den Vormittag ein. So, jetzt ist 14 Uhr, Arbeitstag heute ist beendet und wir fahren jetzt in Richtung Clermont-Ferrand. Der Plan war ja zuerst über die Mittelmeerküste zu fahren, aber wir wollen wieder mal einen Campingplatz aufsuchen, um uns zu duschen und unser Wasser aufzufüllen. Und sämtliche Campingplätze dort sind einfach belegt. Deswegen fahren wir jetzt über die Vulkanregion Zentralmassiv Clermont-Ferrand. Wird auch schön. Und da haben wir jetzt einen Campingplatz vorgebucht. Kann jetzt gleich weitergehen.